Hallo zusammen, hier ist wieder Raichella und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar ist es jetzt endlich soweit, ich fange meine Level LP an mit meinem Dunkleisenzwerg. Und dazu bin ich jetzt schon in den Startbildschirm gegangen, freigespielt habe ich ihn mir ja schon vor einer Weile. Aber jetzt, ja, will ich mal loslegen. Ich werde mir ein Dunkleisenzwerg Paladin erstellen, nicht unbedingt, weil ich so richtig krass sage, ich will jetzt einen Paladin spielen, sondern weil die nochmal einen extra Mount haben und ich möchte die ganzen Mounts natürlich triggern, deswegen wird es auf jeden Fall ein Paladin-Dunkeleisenzwerg. Und ich würde sagen, wir passen den jetzt mal ein bisschen an. Stream haben wir nebenbei auch am Laufen, ihr seht ein bisschen den Stream-Chat ein bisschen unterlaufen. Und ihr könnt, klar, könnt ihr dann gleich mitgehen, wir werden ein bisschen Indies machen, ein bisschen Normalleveln, vielleicht BGs, ein bisschen Arena. Also ich werde so von Folge zu Folge ein bisschen durchswitchen, um ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen. Aber als allererstes, bevor wir loslegen können, müssen wir den natürlich einmal, ein wenig ausstaffieren mit Bart, Hautfarbe, haben die auch Tattoos? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich könnte mir, die weiblichen sehen eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Eigentlich ein weiblicher Zwerg ist sowas, was gar nicht geht. Aber so schlecht sehen die jetzt eigentlich gar nicht aus, die weiblichen Zwerge. Also es geht eigentlich. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mir eigentlich einen männlichen machen. Und als allererstes, was kann man hier auswählen? Die Hautfarbe. Also du kannst auswählen zwischen, ja, was ist denn das hier? Zwischen einem dunkelgrau, einem weißlichen Ton, noch weiß, okay, das ist ja eigentlich schon fast ein Frostzwerg, ne? Okay, und dann hast du noch einen dunklen, ich will einen dunklen Dunkeleisenzwerg, also ich nehme, glaube ich, das hier. Was haben wir an Gesicht? Ich will einen bösen Zwerg haben. Okay, die sind alle böse. So, dann wir fangen mal oben an. Ah, der sieht schon ein bisschen böse aus. Ich will einen, der so richtig böse sieht. Oh, gut. Oh, der sieht fies aus, der sieht fies aus. Ich glaube, ich finde den besser. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier an Haaren? Oh, ein Glatzkopf macht was her, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Runen kann ich auch irgendwie ändern. Tattoo-Style, ja, genau, nice, kann man auch ändern. Dann, okay, also ein Glatzkopf ist schon mal cool. Das ist so das 0815-Mensch-Ding, wobei diese roten Haare, die so ein bisschen leuchten, machen auch was her. Okay, das ist irgendwie so eine Halbglatze, finde ich jetzt irgendwie nicht so nice. Das ist auch nicht so schlecht, ne? So komplett wild. Ah, sowas. Sowas ist schon noch ein Stück besser. Okay, was haben wir hier noch? Nochmal eine Halbglatze, nee. Oh, yeah, das ist es. Das ist es. Da wird der Helm ausgeblendet. Okay, dann was haben wir? Haarfarbe. Also, oh, wir können den roten machen. Oh. Alexander, hey, grüß dich. Also, wir können einen Red Hat machen. Oh, weiß sieht auch nicht schlecht aus. So der Kontrast. Ah, das ist ein bisschen zu schwarz dann? Was, warte mal. Nee. Braun ist auch nix. Also, wenn, dann mache ich weiß. Das ist nice. Ja, wenn, dann mache ich das oder rot. Schreibt mir mal, für was ihr seid. Rot oder schwarz? Rot oder weiß. Ich muss mal gucken. Jetzt schauen wir erstmal noch, was es für Bärte gibt. Warte mal. Ich glaube, ich mache jetzt mal hier nochmal. Ich mache jetzt erstmal rot und dann schau. Aber das ist zu wenig. Ah. Das gefällt mir auch nicht. Das hier macht natürlich was her. Ah, also das, was ich am Anfang, das finde ich schon am besten. Weiß, meint ihr? Okay, jetzt haben wir ein paar mit weiß. 1, 2, 3, 4, 5 und 2 mit rot. Ah ja, gut. Also, ich weiß nicht, weiß ist schon nicht schlecht, ja. Piercing, jetzt schauen wir erstmal, was. Okay. Ach, das ist an den Ohren, schau mal an, hier. Nasen? Also Nasenpiercing finde ich nicht so gut. Dann nehme ich lieber die zwei in den Ohren. Das sind okay. So, Tattoo-Style. Jetzt kommt es drauf an. Also jetzt hier ganz oben gar nichts finde ich nicht gut. Das ist das, was ich vorher hatte. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Was ist denn das für ein Tattoo-Style? Schau mal, einmal der Kopf schwarz. Ist es interessant. Was haben wir hier? Hm, okay. Oh. Um die Augen rum schwarz ist auch cool. Weiß ist OP. Ja, aber das darf ja ruhig ein OP-Zwerg sein. Also wenn dann das hier, ist fast zu Illidan-bindenmäßig. Oder ich mach das hier. Obwohl, das auf dem Kopf finde ich fast am besten, ne? So. Ich glaube, ich lasse ihn weiß. Oder jetzt können wir ja nochmal gucken mit der Haarfarbe.
Das ist quasi rot und das ist weiß. Aber weiß sieht da fast ein bisschen böser noch aus als rot. Palle ist auch eine OP-Klasse. Naja, geht so. Ich will halt das Mount haben, ne? So, und wie nennen wir ihn? Ich habe mir überlegt, dass ich ihn Dark Tela nenne. Ich habe schon eine Cap. Dark Tela. Schau mal, ob das durchgeht. Ast rein hier. Ich hätte ihn auch Iro Opi nennen können. Ah, das wäre noch ein besserer Name gewesen. Jetzt fällt's mir ein. Iro Opi wäre schon cool gewesen. Ja, aber jetzt nehmen wir den Dark Tela. Was weiß ist das neue Schwarz? Naja. So, wir müssten jetzt aber im Schwarzfels am Anfang sein. Iro Opi wäre auch nicht schlecht, ja. Ihre OP, auf jeden Fall. Naja. Schauen wir mal, ob man dann so eine kleine Startquest hat oder ob man direkt danach ist. Obwohl, bei den anderen Klassen wird man relativ zügig in die Hauptstadt geschickt, ne? Wenn ich mich da noch so drück in Sinne. Du wartest auf mich, okay, interessant. Ich muss es eh erstmal noch so ein paar Sachen machen. Add-on-Geschichten. Oh, da kommt ein Video. Oh, Leben und Kraft. Oh, der sieht schon badass aus. Oh. Vorwärts, dunkle Eisenzwerge, wir marschieren in die Schlacht. Ich glaube, es war jetzt bei euch ein bisschen leise. Ich mach jetzt einfach mal ja. Keine Ahnung, was ich da gerade bestätigt habe. Da haben wir noch einen anderen dunkle Eisenzwerg. Der hüpft auch vor mir rum. Ist das einer von euch? Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Oh, der winkt mir. Komm, wir winken jetzt mal zurück. Wir sind jetzt mal so nett. Grüße. Okay. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz hier ein Profil laden. Und zwar, ich glaube, das hier. Und dann habe ich schon mein Interface fast eingestellt. Ne, seht ihr, das hat jetzt. Okay, gut, ich glaube, ich muss noch Autoload und so einen Scheiß machen. Ach so, okay. Dann kriegen wir auch den schicken Wappenrock und das Mount müssten wir auch schon haben. Okay, ich gehöre zu den Mutigen. Hier, das Dingst-Gear sieht schon nice aus. Schau dir das mal an. Das macht was her. Ich hab ja wirklich so einen Dingshammer, ne? So einen Draenei-Hammer. Ja, nicht schlecht. Muss jetzt bloß mal gucken hier nebenbei mit dem zweiten Account bin ich noch ein bisschen was am Basteln. Ja, können wir machen. Ich kann dich einladen. So. Warte, ich lade dich mal kurz ein. Und mein Chat muss ich auch noch einstellen. So, Postkasten, was haben wir hier? Jetzt kriegen wir mal einen netten Wappenrock. Oh, persönlich begrüßen. Wieder miteinander sprechen werden. Glück auf euren Wegen, Champion. Möge stets das Licht mit euch sein. Okay, stets das Licht mit euch sein. Der Anduin Rin ist anscheinend ganz schön. Okay, was ist denn jetzt los? Alle Leute wollen hier in die Gruppe rein. Da warten anscheinend schon ein paar drauf. Ich habe das Leveling schon lange angekündigt und immer mal wieder verzögert, weil ich andere Sachen noch zu machen hatte. Jetzt machen wir es aber tatsächlich. So, Dunkelmond Jahrmarkt. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Leuten? Ich habe noch gar keine Gruppe aufgemacht und wir sind schon zu viert hier. So, ich schicke jetzt meinem Char erstmal kurz Gold zu noch. Und zwar dem Dark Tela. Und zwar kriegt er jetzt was schenken wir dem? Senden wir dem mal 50.000 Gold, damit müsst. Jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht verschrieben habe. Dark Tela, der kriegt jetzt mal 50.000 Gold. Wollt ihr Dark Tela wirklich 50.000 Gold schicken? Ja, will ich. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht bereuen werde. Ah ja, gut. Okay.
Okay. Gut, jetzt können wir shoppen gehen, Leute. Bezielen, wie gesagt. Bist du jetzt schon in der Gruppe oder? Weil es haben sich jetzt hier lauter Leute eingeladen, die mich anscheinend alle schon belagert haben. Ach, schau mal, das sieht an dem auch gar nicht so schlecht aus. Gut, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Ich brauche Taschen auf jeden Fall. Hexen, Zwirn, Taschen. Hier, gut, die sind ja richtig günstig geworden, ne? Hier kosten die bloß nur 600 Gold. Die waren doch mal bei ein paar. Gut, das sind jetzt nicht mehr die größten Taschen, ne? Es gibt jetzt größere, aber 30er dürften erstmal langen. Also 600 Gold ist echt vertretbar. Die waren doch jetzt mal eine Zeit lang bei 3.000, 4.000. 2, 3, 4. Findest mal, naja, gut. Du hast kein Gold auf Andro, das ist natürlich ebenfalls blöd. So, jetzt haben wir einmal Taschen, das ist schon mal das erste Hindernis. Und das zweite, die zweite Geschichte, die ich jetzt machen werde, ist einmal zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Und mir den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff holen. Beziehungsweise. Mir das Helm-Gear einmal herstellen. Das wäre auch noch eine clevere Sache. Und was brauche ich noch? Schnelles Plündern muss ich noch einstellen, ne? Was genau ich da mache? Ich habe mir gerade einen neuen Char gebastelt. Und dementsprechend muss ich jetzt erstmal so die grundlegenden Sachen einmal basteln. Skill-Logen können wir auch noch machen. Achso, ich muss erstmal noch auf Tank gehen. Noch Platz. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wer dann gleich wie mit kann. Wer ist denn jetzt wer, dass ich dann mal weiß, wer ist und dann müssen wir mal gucken. Dann können wir es gerne auch im TS dann basteln. Warte mal, habe ich jetzt meinen Mount schon? Ich bin ja Stufe 20, ne? Jetzt müsste ich doch eigentlich meinen Dunkeleisenzwerg-Mount haben. Dunkel. Eisen, nee, das ist der Kernhund, ne? Gut, den können wir auch mal rausziehen. Und mein Pala-Mount müsste ich doch auch irgendwo haben. Das müsste ich doch auch irgendwo haben. Gut, Moment, ich muss jetzt einmal mir auch nur den Chat machen. Ich brauche ein neues Chatfenster erstellen. Das nennen wir jetzt einfach W für Whisper. Den Chat muss ich noch freigeben, dass ich auch sehe, wer mir schreibt, weil im allgemeinen Spam geht immer alles unter. Gib Parler ein. Kommt dann in die Parler Mounts. Parler. Okay. Das sind. Ah ja. Schau mal, da habe ich's. Das ist das Parler Mount. Können wir beide rausziehen, oder? Hier. Das ist das, was. Warum habe ich denn so einen krassen Hammer hier auf der Dings, ne? Hier. Der passt irgendwie nicht. Also, der ist cool, der Hammer, ja. Das hat, glaube ich, im Cinematic-Trailer von. Von. Burning Crusade hat es der Draenei Paladin. Aber der passt jetzt irgendwie gar nicht zum Dunkeleisenzwerg, um ehrlich zu sein. So, den Buff haben wir. Dann holen wir uns das andere Ding. Aha. Dann Fisch im Chat bist du, okay. Ja, jetzt sind wir halt gerade 5 Leute, aber wir können ja nachher noch durchtauschen. Das können wir ja gerne machen. Wir können es ja so machen, wenn ich merke, dass einer scheiße ist, dann kicken wir den raus, um es jetzt böse zu machen. Ach. Oder wir können so ein bisschen, einfach so ein bisschen durchswitchen. So, ich lasse jetzt meinen Buff noch fix hoch. Und dann, wir müssen auch mal schauen, ob wir jetzt überhaupt einen Heiler und wie das jetzt verteilt ist in der Gruppe. Was für ein Scheiß. Das war nur Spaß mit ein bisschen Ernst dabei. So, okay. Karussell sind wir auch gefahren. Jetzt nehmen wir das noch mit. Und ich würde sagen, wir queuen jetzt einfach mal rein. Hier. Wir queuen jetzt einfach mal rein. So. Hier brauche ich den. Ach nee, den Wormod kann ich hier nicht anmachen. Ja, super. Wir haben keinen Heiler. Okay, dann müssen wir schon mal. Nee. Mich hat einer angeschrieben, der Heal ist. Den nehme ich den mit. Und dann muss halt einer aus der Gruppe leider raus. Wir machen es so, wir rollen jetzt. Ihr rollt jetzt und der Niedrigste muss halt leider rausgehen. Es tut mir leid, aber wir brauchen einen Heiler, sonst können wir leider keine Inis gehen. Dann nehmen wir den Priester mit.
Bitte rollen, dann können wir nämlich loslegen. So, eigentlich kann ich mit dem jetzt einfach. Kick 1 D. Ja, ich bin gerade dabei. Ich will es fair machen, dass wir rollen. Dann laden wir den einen ein. Leute, rollt bitte. Mein Buff läuft wieder aus. Nee, ich will jetzt nicht, dass der eine jetzt versucht, ich will den Priester mitnehmen. Ja, ich kann dich dann einladen mit dem Heiler, solange du weißt, was du machst. Ich will jetzt nicht anfangen, dass er hier einer, der nicht weiß, was er mit dem Heilen macht, dass er dann versucht zu heilen. Vor allem, wenn wir wen anders draußen haben. Egal. Dann schmeiße ich jetzt ihn raus. Ich glaube, den habe ich als letztes eingeladen. So, auf geht's. Keine Ahnung. So, auf geht's jetzt. Dann schauen wir mal. Ich muss meine Zauber noch alle. Genau, mit 8 Punkten. Ach. Hier auf diesem komischen Karussell geht das nicht. Auf dem komischen Karussell geht das nicht. Ich muss meine Zauber nur alle rausziehen, sehe ich gerade. So. Okay. Das geskillt haben wir. Jetzt schauen wir mal. Was brauchen wir denn alles hier? Das haben wir. Richturteil. Ne, das brauche ich da nicht. Das können wir hier hinziehen. Ach fuck, jetzt sind die Dings wieder gebindet. Wisst ihr was? Ich tu mir jetzt. Wo sind die Quests hier? Ach, da hinten. Das Licht sei mit euch. Gut, okay. Warte mal, ich muss die Kamera noch ein bisschen raus. Jetzt habe ich halt noch fast keine Zauber draußen, aber egal. Ach, die Dings muss ich auch noch mal. Ach so, nein, mein Account Gear muss ich noch rausziehen. Warte mal, das habe ich auch noch nicht gemacht. Schutzpaladin. Ich muss nur einmal mein Gear basteln. So, Schultern brauchen wir dann noch. Dann brauchen wir noch eine Brust. Dann brauchen wir Hosen. Ein Schwert, ein Schild. Ach nee, warte mal, ich ist ja Paladin. Oder doch, ein Paladin braucht das. Ein Schwert und ein Schild. Dann brauche ich noch. Moment. Einen Rücken brauche ich noch. Theoretisch könnte man jetzt auch noch auf die Stats gucken, aber. Ehrlich gesagt ist das fast egal. Was haben wir hier? Vielseitigkeit. Ja, nehmen wir mal die Vielseitigkeit. Das ist ein bisschen tankier, würde ich mal sagen. Dann nehmen wir noch das hier mit. Dann das hier und den Ring brauchen wir noch. Und dann sieht das dann mit dem Gear schon mal gar nicht so schlecht aus. Na, schaut an. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur irgendwas, wo ein Gem drauf ist für diesen Sockel, weißt du, wo du dann, es gibt wirklich kein Item, das einen Sockel-Slot hat, ne? In Low Level. Ja, die erste Indie machen wir jetzt mal ohne TS und dann können wir mitmachen. Oh, ich habe noch nicht gar nicht alles rausgezogen. Moment, ich muss jetzt erstmal alle Zauber rausziehen. Was habe ich denn? Weihe haben wir hier schon mal. Das machen wir mal auf 4. Ich muss mir jetzt erstmal alles rausziehen. Kann sein, dass ihr Aggro von irgendwas kriegt. Schild des Rächers. Einen Spott habe ich jetzt auch schon. So, was habe ich denn jetzt noch? Ah, doch, hier. Wir haben beim Tankpaladin kriegst du ja fast alles am Anfang schon. Das ist krass. Das ist krass. Die Heilung, die könnten wir noch hierhin basteln. Und sonst? Ja gut, das war es eigentlich schon, was man so hat, ne? Mehr ist es eigentlich gar nicht. So, jetzt bin ich gerade im Überlegen, was brauche ich denn? Hose hast du noch nicht an. Oh, richtig. Richtig. Die Hose. Danke dir. Das war nämlich nochmal 10% mehr EP. Das war jetzt wichtig. Gut, dass du das gesagt hast. Ah, da rennt der Mob hier ins Nirvana. Komm her. Okay, meine Akku scheint ja nicht sonderlich geil zu sein. Gut, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal alles soweit an. Naja, wir machen das jetzt so on the fly, wirst du.
Ich glaube, ich muss den Sound noch ein bisschen runterstellen. Der ist fast ein bisschen laut. Machen wir das so. So, Moment. Es ist halt beim neuen Char, musst du einmal am Anfang als einstellen. Und irgendwie funktioniert das mit der Aggro noch nicht, dass mir das richtig angezeigt wird. Warte mal, das muss ich auch noch einstellen. Add-ons. Es ist jetzt einfach alles an, oder? Raider, Dingster, Trade Skill Master. Ziggy Prestige habe ich auch noch drauf. Das brauchst du halt auch nicht mehr, ne? Das kann ich eigentlich mal runterschmeißen, okay. Aber eigentlich müsste ich jetzt dieses Continuous. Oder. Achso, warte mal, ich muss. Wie heißt denn der Shit? Tidy Plates muss ich ausmachen und nur Tidy Plates Continuous anlassen. Hier, das muss ich ausschalten, sonst buggt es. Jetzt hauen wir den Boss kurz um, dass es nicht buggt, wenn ich dann auslogge. Achso, das kann ich jetzt nicht. Ich muss kurz reloaden. Ihr könnt aber schon mal. Hier im Low Level kannst du ja ohne Tank auch schon weiter. So, für die erste Ini, das würde jetzt ein bisschen gegammelt sein, aber ich muss halt. Am Anfang musst du halt erstmal den ganzen Shit einstellen. Dann kann sich natürlich dann erstmal 10 Minuten, 20 Minuten hinstellen, alles basteln. Oder macht halt währenddessen eine Ini, kriegt nur so ein bisschen EP. Ich will ja einigermaßen effizient sogar hochleveln. Hm. So, jetzt mal gucken, ob sich WoW rappelt. Das ist immer so eine Sache. So, vor allem wenn man mal im Fight ist, jetzt müsste es nämlich gehen. So, jetzt tun wir mal die Quest einmal abgeben. Mir wird jetzt gar kein Sound mehr. irgendwie. Moment. Ich hab's doch so eingestellt, dass es leise ist, aber dass ich zumindest diesen Grundsound hab. Naja, ihr wisst ja, dass ich hier am Einstellen bin, ne? Sonst wäre ich wahrscheinlich schon gekickt worden. So, jetzt müsste das eigentlich klappen. Mit der Aggro, dass mir das richtig angezeigt wird. Weil das ist halt schon jetzt schlecht. Schau mal, jetzt ist nämlich hier blau, solange ich Aggro habe. Und Mobs, die rot sind, ja, jetzt klappt das auch. Dann siehst du einfach, von was du Aggro hast und von was du nicht Aggro hast. Und das ist eigentlich schon. Also, ich mag das so vom Tanken lieber, weil sonst müsstest du die Mobs ständig durchtappen. Es gibt, glaube ich, auch so eine Prozentanzeige von Blizzard an sich. Die finde ich aber eigentlich umständlich. Das finde ich so farblich gekennzeichnet viel besser. Dann kannst du halt gucken, okay, sind die Mobs blau, dann habe ich die Aggro, sind sie rot, hat irgendwer Aggro, der nicht Aggro haben sollte. Und dann gibt es noch, dass sie so orange werden, dann verlierst du gleich die Aggro oder gewinnst du gerade, also das ist ganz gut. Ja, ich drück dir die Daumen für deinen Stratholm-Mount. Mittlerweile kannst du da ja echt fix durchpesen, also das sollte ja nicht das Problem sein. Theoretisch können, also jetzt habe ich ja soweit alles raus. Ah ne, den Dings-Loot muss ich hier, Dings-Loot muss ich nur einstellen. Das darf ich nicht vergessen. Moment, wo ist das? Das ist, ne, das ist nicht hier drin. Das ist bei, das ist bei Interface. Spiel. Schnelles Plündern, das muss ich einstellen, genau. Okay. Machst du es mal mit. Ja, gut, die Klasse ist mittlerweile ja relativ wurscht, ne? Also, das geht ja alles. Alles zügig. Das geht alles zügig. Eigentlich können wir den Boss mit ranziehen. Ich bin gerade am Überlegen, was war denn im Low-Level am besten? Ich glaube, mittlerweile waren den Hunter relativ gut, ne? So dieser Melee-Hunter, der hat relativ gut Schaden gemacht. Wenn ich mich da an mein letztes Level-Projekt erinnere. Also, da sind wir relativ zügig durchgekommen. Aber wie gesagt, wir können nachher nochmal durchswitchen mit den Leuten. Dann nehmen wir dann jedes Mal einen anderen mit und gut ist. Achso, der braucht noch EP. Ja, aber ich würde es noch nicht mit einem Char machen, der da EP kriegt, sondern halt mit einem Max-Level-Char und da wirklich innerhalb von 2-3 Minuten durchlaufen. Das ist doch das Effizienteste. Du kannst es natürlich auch mit einem Low-Level-Char farmen, aber da wirst du dir wahrscheinlich ein bisschen schwerer tun. Vor allem kommst du ja nicht alleine durch, ne? Du bist schon Level 40. Ich weiß gar nicht, wie das Scaling so im Low-Level mit einem Heiler ist. Wird da die Heilung auch angepasst auf das Level? Weil da bin ich mir nicht so ganz sicher. Okay, aber wenn du Stufe 80 bist, dann kriegst du ja in der 60er Instanz keine EP, ne? Also von dem her.
Ah, wir sind zwei Mages, sehe ich gerade. Zwei Mages und ein Rogue. Ich dachte, der eine ist ein Shadow. Irgendwie sah der so Shadow-mäßig aus. Ich habe kein Ziel. Ich heile noch mehr als genug, okay. Interessant. Ich glaube, der Priester macht das gar nicht so schlecht, den wir jetzt in der Gruppe haben. Jetzt polen wir mal ein bisschen was und tun das mal überprüfen, wie das aussieht. Schau, jetzt gehen wir mal aufs Ganze hier. Schauen wir mal, ob ihr Damage macht und ob der Heiler gut was heilt. Da haben wir gerade einen aktuellen Kampf. Dass wir einfach mal ein bisschen zügig durchkommen, wisst ihr? Durch die Ini. Theoretisch kannst du das alles ein Ticken schneller machen, ne? Ich war ja jetzt erstmal am Überlegen, weil die angekündigt hatten, dass mit 8.1 die EP erhöht wird, ne? Habe ich dann erst quasi zum Leveln anfangen. Aber jetzt hatte ich es ja schon die letzten paar Mal gesagt, dass ich jetzt mal anfange. Deswegen dachte ich mir, komm, jetzt ziehst du hier auch durch. Dass dann keiner enttäuscht ist, dass es dann nochmal, weil es würde jetzt halt, ne, nochmal einen Monat dauern. Der Patch soll ja kommen am 12., also noch einen Ticken über einen Monat würde das dauern. Und dann dachte ich mir, komm, nee, jetzt fängst du schon mal an. Bis dahin werde ich wahrscheinlich nicht 110 sein. Also ich werde da sicher noch ein bisschen was mitnehmen können von dem Ganzen. Und ja, klar, es ist dann, man braucht dann schon gut weniger EP, aber ja, sind die Leute bloß angepisst, wenn es dann ewig nicht zum Leveln geht, ne? Hatte ich ja schon gemerkt, dass da einige heute schon drauf gewartet haben, bis wir dann endlich anfangen. Wie gesagt, wir können da gern auch ein bisschen durchrotieren und es können dann immer mal andere Leute auch mit. Das können wir gerne machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir nur Inis machen oder ob wir auch nochmal in ein Gebiet gehen und ein bisschen questen. Das können wir eigentlich auch machen. Da gibt es ja ein paar, die ganz gut sind, ne? Wo du auch relativ gut EP kriegst. Aber ich meine, am Anfang sind Inis schon eins der besten Sachen, die du machen kannst. Können sie theoretisch auch BGs queuen, ne? Ich weiß jetzt bloß nicht, ob man da wohl, eigentlich wirst du in dem Levelbereich nicht in BGs gehen. Weil da meistens die Dings-Chars sind, die wirklich dafür gegiert sind und die natzen dich halt übelst weg, ne? Also, da hast du halt keine Chance. Gut, vor allem im 19er PvP ist das der Fall. Ich war letztens mit einem ganz lowen Char, der war irgendwie die Stufe 15 oder so und dann bin ich halt auch in dieses 19er Bracket reingekommen, ne? Das sind ja immer 10 Level, wo du reinkommst. Und also wirklich keine Chance. Die hatten teilweise das Fünffache an Life wie ich, ne? Und teilweise war das fast ein One-Shot von denen, ne? Gut, Two-Shot meistens bis manchmal sogar One-Shot. Also das ist halt, also wenn du dieses wirklich Max-Skill gefarmt hast, dann ist vorbei. Du levelst gerade alle Klassen, okay? Ja, ich habe halt alle Klassen schon einmal hochgebastelt, beziehungsweise jetzt halt auf 110 oder 111, ne? Also noch nicht alle auf 100, 120. Aber zumindest auf 110 habe ich alle auf Maximum. Ja, sogar zweimal, ne? Also auf Horde und Allianz. Und bin jetzt quasi nur dabei, die Chars alle auf 120 so langsam hochzubasteln. Das hat aber keine Eile. Beziehungsweise jetzt halt die verbündeten Völker, ne? Weil es dafür auch Achievements gibt. Und zwar unter Ruf, ne? Und dann seht ihr hier, haben wir die beiden Völker. Und mir fehlen nicht mehr viele Erfolge. Also mir fehlen jetzt noch, seht ihr, 13 Erfolge, dann habe ich alle. Und zwei davon sind unter anderem diese verbündeten Völker, ne? Deswegen ist das für mich halt auch von Interesse. So, wir wollten ein bisschen mehr zusammenziehen, ne? Naja, also so kommen wir ganz gut durch. Da kann man sich, glaube ich, jetzt nicht beschweren. Bin schön die DDs am Outdamagen. So muss das sein. Ich glaube, in der Zone machst du mehr Schaden, ne? Wo ist der Schaden? Ja, genau. Eigentlich solltest du jetzt Tank hier rausziehen, weil du kriegst natürlich dann auch mehr Damage, wenn die Mobs den Buff auch bekommen. Aber, naja. Für was hat man einen Heiler, ne? Na komm mit. Wollt ihr den ganzen Klump eigentlich mitziehen? Komm mit. Ich habe leider noch dieses Pferd nicht, ne? Oh shit, da kamen gerade die Einschläge. Es gibt ja, Paladin kann ja sein Gaul anmachen und hat dann schnelleren
Movement Speed, aber das kriegst du, weiß ich nicht, erst im höheren Bereich dann. Was krieg ich dann als nächstes? Mit 22 krieg ich hier Toxinläutern, was halt Käse ist, brauche ich halt nicht. Also ist jetzt nichts, was ich quasi dringend brauchen würde im Levelprozess, das meine ich, ne? Eigentlich würde ich jetzt nur weiterziehen, jetzt lasse ich aber erstmal den Heiler. Naja, wohl, der Heiler ist bei mir. Was haben wir dann hier? Oberster Kreuzfahrer. Ist das ein passives Ding? Hier, okay, das göttliche Ross kommt dann mit 28, ne? Also mein Movement Speed Ding. Das ist ganz okay. Der Interrupt mit 35, das ist gut. Beim Druid Tank kriegst du, glaube ich, dann Interrupt mit Level 70, was halt ziemlich ätzend ist, wenn du bis Level 70 nichts interrupten kannst. Segen der Freiheit ist okay. Die Heilung mit 40, das ist auch okay. Das sind halt die wichtigen Fähigkeiten, ne? Das hier ist in Rang 2 und andere Geschichten. Ja, also eigentlich beim Druid Tank kriegst du deine wichtigen Sachen teilweise erst später. Beim Pala alle relativ früh, ne? Also wenn du bis Level 40, wie es bei ihm hier ist, die ganzen Baseline-Grundsachen hast, ist es echt gut, ja. Wie gesagt, beim Druid Tank kriegst du die Heilung kriegst du, glaube ich, auch erst auf 65, ne? Und den Interrupt ab 70, ne? Also richtig kacke im Vergleich. Weil das sind halt die zwei Sachen, die du auf jeden Fall brauchen kannst. Wo ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf hätte, ist ein DK. Aber den kannst du leider als verbündetes Volk nicht hochziehen, ne? Aber ich habe noch jetzt einen. Also, ich habe heute Nachmittag ein bisschen einen DK gespielt gehabt. Meinen. Also, das ist eigentlich ein Char, den ich mir einfach mal so erstellt hatte. Wegen diesen Kartenspiel-Mounts. Da wollte ich eins auf einem volleren Server kaufen. Damals auf Ekwin, da hatte ich keinen Char gehabt. Und habe mir halt einen Char erstellt, ne? Und habe auf einem anderen Server das Gold gegeben. Deswegen heißt der TGC, der Char. Und dem, weiß ich nicht, den hatte ich ewig brachliegenden immer mal wieder. Immer mal wieder spiele ich den mal so weiter. Und der ist mittlerweile jetzt Stufe 80, ne? Aber da fehlt noch ein bisschen was. Aber das macht eigentlich auch ganz Spaß, mit dem DK zu spielen, weil das ist halt einfach krass, was der sich heilen kann, ne? Das ist halt nochmal was ganz anderes als jetzt mit dem Drill Tank zum Beispiel, wo du ja nur die Minimalsteilung hast. Wobei der Paladin auch schon sehr gut ist, ne? Also ein Paladin hat auch schon eine recht gute Heilung. Gut, jetzt habe ich noch keine Heilung, aber später, ne? Wenn du low bist, heißt du halt verdammt viel damit. Genau, ab 8.1 wird der Hals mit allen schon mal das Item-Level nach oben haben, ohne dass du die Fraktion oben hast. Warte, ich muss hier mal runter. Also die blöden Dialoge, wenn ich habe kein Ziel und so, das ist nervig. Das ist, mit irgendeinem Konsolenbefehl kannst du es, glaube ich, auch ausmachen, aber ja. Du spielst gerade ein DK, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt mal gucken, wie viel wir hier nach der Innie haben. Ein Level haben wir ja eh schon fast voll, ne? Gestorben sind wir auch noch nicht. Den Buff hier haben wir noch drauf, das ist sehr gut. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Sonst konntest du ja. Event ist ja gerade keins in WoW, ne? Ja, da, bald ist der Geburtstag, ne? Der bringt meistens auch noch mal irgendeinen Buff. Zumindest relativ oft. Ah, da sind wir Level up. Ist, glaube ich, ein bisschen zu leise wieder gemacht. Immer schwieriges genau auszutarieren. Schwierig, schwierig, schwierig. So, hier muss man gucken, dass man das Essen immer mitnimmt. Das gute Essen zumindest. Hier, das hier. Da kann man sich nämlich den Buff hochstacken und macht dann mehr Damage. Blicken das immer bei den Cast oder? Also, du machst, glaube ich, Tempo, oder? Was kriegst du? Ja, Tempo kriegst du mehr. Liegt alles auf den Castern hier, das Zeug. Hat das gefuttert. Wenn man schlechte Essen reinläuft, ist nicht so gut. Liegt nie was im Melee-Range, jetzt läuft mein Buff aus. Na, egal. Das hat viele P gebracht, ne? Seht ihr? Ich bin gerade Level aufgestiegen, jetzt schon fast wieder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja. So. Hammer. Ja, gut, haben wir zwei Level in der Eni gekriegt, ne? Gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. So, dann können wir eigentlich gleich nochmal. Jo, danke. Nochmal Qen.
Wenn ich halt nochmal irgendwie den einen Sockel hier ins Gear reinkriegen würde, ne? Warte mal, wir können ja theoretisch auch schon Karawanen. Ich kann das ja eigentlich im Low Level auch schon aussetzen, ne? Aufs Karawanen-Mount. Kriege ich irgendein Item, was einen Sockel hat? Wahrscheinlich, warte mal, vielleicht irgendwie so ein Ring oder sowas. Irgendwas Verschiedenes. Irgendwie. Nee, das gibt auch im Low Level. Nee, das sieht schlecht aus. Ja gut, nehmen wir die Q an. Also, wer sich fragt, warum ich jetzt ein Sockel-Item unbedingt will, es geht darum, du kannst ja diesen. Ach nee, ein Ring wäre ja Schwachsinn. Den Ring geht ja gar nicht. Es muss ja, wenn dann, ein Item sein, wo kein EP-Bonus drauf hat. Sonst ist es ja, ne, sinnlos. Weil der Ring bringt 5% und wenn ich ein anderes Item anziehe, das 5% bringt, aber den Ring dafür nicht mehr habe, dann habe ich ja nichts gewonnen. Ne? Also, klar, das macht wenig Sinn. Also, ich müsste quasi. Also ein Item finden, das man auf dem Low Level anziehen kann, am besten so ab 20, ne? Was hier, wenn dann Handgelenk ist, Hände, Gürtel, na gut, Hose auch schon wieder nicht mehr. Man konnte sich da früher diese Schnallen drauf machen. Ja, das geht wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Jetzt gerade im Willing. Letztens hat hier einer so ein Special. Ne, obwohl der Special Trick war, irgendwie da hinten sich so hoch zu buggen, aber das war eigentlich auch nicht viel schneller, als einfach hier rumzugehen. Als diesen Sprungteil hier zu machen. Ja, aber die Gürtelschnalle, konntest du die nicht ab einem bestimmten Item-Level erst drauf machen? Oder irre ich mich da jetzt? Also, ich weiß schon, dass man so Gürtelschnallen bauen konnte. Und man konnte als Schmied dann auch auf Handgelenke und, auf Handgelenke und ich glaube auf Hände konnte man extra Sockel anbringen. Schauen wir mal, wer hier der Movement-König ist. Oh, war ja. Da hängen, glaube ich, ein paar fest hier. Ah, nee, okay. Er nimmt die Route hier oben rum. Ja, gut, wir sind fast gleichzeitig da, ne? Weiß jetzt nicht, ob was da jetzt sonderlich viel besser ist. Na ja, komm, zieh mir den Scheiß mit. Jetzt habe ich zwar schon meine Weihe geschmissen. Wobei die Weihe mittlerweile wesentlich weniger Abklingzeit hat, ne? Also früher, wo ich mal ein Parler gespielt habe, hat die Weihe irgendwie 5 Jahre Abklingzeit gehabt. Man hat eine Weihe geschmissen. Und wenn man dann weiterlaufen musste, dann war es irgendwie. Okay. Jetzt, ach so, der Heiler ist noch nicht da. Ah, der Heiler hängt fest. Na, so gut, ich kann mich selber hochheilen. Eieiei, am Insta. Warte mal, am Instanzeingang? Was machst du denn? Macht ihr denn da? Läuft halt einfach den ganz normalen Pfad. Was waren Mobs im. Okay. Lauf am besten da, wo ich lang gelaufen bin. Aber das mit der Gürtelschnalle wäre echt. Aber jetzt kann ich hier in der Instanz nicht aufmounten. Das guckt man dann mal nach der Ini. Oder warte mal, ich kann ja mit einem zweiten Account auch nebenbei kurz gucken. Was da im Aha ist. Natürlich, jetzt muss der da rumwirbeln. Okay, da aus diesem Blitzscheiß sollte man vielleicht rausgehen. Warte mal, ich schau dann gleich mal mit dem zweiten Account. What the fuck, wo wirbelt der jetzt hin? Weil der Heiler immer noch nicht da ist, oder was? So, jetzt müssen wir mal hoch rein. Eieieiei. Gibt schon mal Minuspunkte hier. Aber zum Glück kann ich mich ja selber heilen, ne? Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Da fliegen sie ins Nirvana. Weiß halt nicht, seit sie diese alles neu gebastelt haben, wie sich das dann jetzt auch verhält, ne? Mit den ganzen einzelnen. Warte mal, eigentlich muss man doch diese ganzen extra Bosse nicht mehr machen, ne? Eigentlich kann man sie doch stehen lassen oder brauchen wir sie für die Quest? Akku, den Verschlinger getötet? Brauchen wir diese Bonusziele bringen ja auch nichts mehr extra, oder? Ich schaue jetzt mal einmal kurz hin, aber ich meine, mittlerweile kannst du doch. Oh, warte mal, wir laufen. Oder wir schwimmen falsch. Mittlerweile kannst du doch eigentlich alle flacken lassen, die extra Bosse. Weil früher war es ja. Also, ist noch gar nicht so lange her. Bevor sie das einmal hier neu gemacht haben, war es ja quasi so, dass man hier für diese extra Bonusziele immer nochmal gut extra EP bekommen haben.
Die Extra-Bosse brauchst du nicht, okay. Jetzt lass sie mal einmal machen, ich will mal sehen. Bringt nichts mehr, okay, aber ich will jetzt einmal den Extra-Boss machen und dann brauchen wir sie, dass wir es einmal testen können, weil ich hab. Ach, oh, Kacke, ich bin instant verängstigt, ich hab den nicht mal angetankt. Sowas liebe ich immer, du läufst in Mobs rein, hast noch keinen Hit drauf gemacht und wirst dann ins Nirvana geführt. Dann stirbt irgendein DD, weil der natürlich als nächstes reinläuft und verreckt und dann, scheiß Tank, hast du die angetankt. Und dann denkst du, ja, danke, konntest halt nichts machen, ich hätte es bubbeln können, aber dann. Ja, dann wäre erstmal die Bubble gewastet gewesen. Und dann hat natürlich auch jeder andere Aggro, weil wenn du Bubble hast, bist du, greif die Mobs dich nicht an. Gut, ich hätte bubbeln können und die Bubble instant wegdrücken, aber dafür ist die Bubble fast zu schade, muss ich sagen. Dafür ist sie mir dann doch zu schade. Naja, nee, nee, den Sockel kannst du ja nicht auf die Handschuhe drauf verzetten. Das war früher so, du musstest Schmied sein und als Schmied konntest du dir, glaube ich, zwei extra Sockel drauf. Also das war in Wrath of the Lich King war das so. Da konntest du mit dem Schmied einen Sockel auf zwei Items drauf machen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das genau läuft mit dem Item-Level jetzt. Das müsste ich jetzt mal gucken, ja. Das weiß ich schlichtweg nicht, ja. Wie man das genau macht. Müsste ich nachher mal nachschauen. Vielleicht kann man diesen Sockel noch auf ein Item drauf basteln. Da müsste ich mal gucken gehen. Da müsste ich mal gucken gehen. Schauen wir mal, was wir hier an EP kriegen, wenn wir die umhauen. Aber wenn es dann echt nichts mehr extra gibt, dann ist es total sinnlos, diese Extra-Bosse zu machen. Dann kannst du die auch wirklich in die Haare schmieren. Ja, okay. Das bringt halt fast gar nichts. Was haben wir hier hinten? Können wir den tollen Altar anklicken? Kriegen wir den Buff, dass wir alle Werte um 10%. Naja, 1200 ist die EP, die der Mob dir bringt. Ne? Die bringen aber auch die anderen Mobs. Also es ist keine extra EP, die wir gekriegt haben, sondern es ist die reine Mob-Kill-EP. Ob wir jetzt den Boss killen oder was anderes, bleibt sich dahin gleich. Also. Besser als nix, da hast du vollkommen recht. Ja, das ist definitiv besser als nix. Schade aber auch. Ja, gut. Also brauchst du quasi. Im Endeffekt musst du nur den Endboss töten und die Bosse, die du benötigst für irgendwelche Quests, ne? Das musst du machen. Alles andere kannst du eigentlich liegen lassen. Ja, früher hast du ja für die Bonusziele, das gab ja auch hier für das Abschließen, gab es ja auch EP, ne? Deswegen hat es sich ja gelohnt, Leute durch Instanzen zu ziehen. Jetzt ist es so, dass du nur noch von den Mobs die EP kriegst und von diesem End-Event, ne? Wenn du einen Endboss tötest. Aber theoretisch kannst du es so machen, dass du jeden Mob in der Instanz leben lässt und nur den Endboss schnell tötest. Das ist eigentlich das Effizienteste, was du machen kannst zum Level. Ja? Gut, klar, die Mobs, die hier so rumstehen, die bringen halt auch EP, ne? Deswegen ist es nicht ganz unsinnig, die mitzunehmen. Aber eigentlich wäre es echt am besten, du läufst hier einfach komplett durch. Und gehst direkt zum Endboss. Jetzt mal gucken, was man alles skippen kann. Macht denn der eine Murloc da hinten noch? Ach, den habt ihr gestunt, okay. Lauft einfach mit mir mit. Manchmal frage ich mich auch. Ah, nee, du kannst nur eine Weihe gleichzeitig aktiv haben. Okay, du kannst nicht den ganzen Boden zukleistern mit Weihen. Ich kann jetzt dann einfach gleich mal gucken, wie es aussieht mit dem Sockelding, wo du das herkriegst. Ob du das jetzt. Also, ich weiß, früher konntest du die Gürtelschnalle, die konntest du dir so im AH kaufen. Das auf jeden Fall. Ja. Jetzt schauen wir einfach mal. Ich kann mich gar nicht an diese Gorlocks erinnern, dass die hier drin waren. Oh, Kacke, jetzt muss ich mal langsam gucken. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier um die Ecke, dann LOS ich zwar auch den Heiler, aber dann kommen wenigstens die ganzen Caster mit. Ich kann mich hier ein bisschen selber heilen. Und dann brauchen wir eigentlich den Mob da an der Seite auch nicht mehr machen, ne? Also theoretisch kannst du hier wirklich komplett durchlaufen. Ja. Ja, Heiler hat Mana, auf geht's.
Auf geht's. Ganz zur Not habe ich ja noch die Bubble. Warte, die sollte ich vielleicht mal binden. Oh fuck, ich werde ins Nirvana geführt. Ja. Jetzt ist Bubble Time. Jetzt wird halt. Ich klicke mir die Bubble nicht weg. Es hat jetzt den einen DD gerippt, aber. Das wollte ich eigentlich. Also, da wollte ich eigentlich aufhören. Jetzt wollte ich in die nächsten Mobs nur rein. Oh, kacke. Jetzt muss der Heiler mal zeigen, was er kann. Okay, warte mal, ich heile mich jetzt auch nur selber. Fuck it. Support Heal. Da hinten haben wir noch einen. Ach, da hätte ich mein Schild draufschmeißen sollen. Huiuiuiuiuiuiui. Wann dann ist mein Dunkelmond die Amag-Buff weg, ne? Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, Leute. Nee, in Classic gab's noch keine Sockel. In Classic, jetzt hat er den gerade zählt, jetzt laufe ich hin. In Classic gab's keine Sockel. In Sockel kam erst mit Burning Crusade rein. Aber ich hatte halt gedacht, vielleicht gibt's irgendwelche Items, die sie nachgetuned hatten, weißt du, irgendwann später mal. Aber dem scheint nicht so zu sein. Früher gab es, glaube ich, ein Minimum-Item-Level, ab wann du so eine Gürtelschnalle auf ein Dings... Was müssen wir den überhaupt machen? Scheiß doch auf den Mob hier, oder? Ach so, warte mal, du bist Infight und kannst ihn nicht retzen, ne? Ja, wir müssen den wahrscheinlich töten wegen... Naja, stimmt, dein Buff ist weg. Alles bitte. Du kannst dir ja dann gleich einen neuen holen. Aber ich musste in der Bubble bleiben, sonst wäre ich gestorben, dann wären wir gewiped. Ich musste warten, bis ich wieder einigermaßen voll bin. Warte mal, hier gab's Dings-Loot. Na gut, das ist Käse. Das ist... Warte mal, was das gerade auffällt, ich hätte ja auch meine Tentakel-Dinger mal stellen können, ne? Das wäre vielleicht auch clever gewesen, wenn ich sie schon hab. Und ich muss dieses Lock-Action-Button-Ding wieder ausstellen. Dominos, Lock-Action-Buttons, dann können wir das nämlich hier hinziehen, das können wir wegschmeißen. Das tun wir hier hin. So. Eigentlich, ob wir den hier töten müssen... Ist ja auch ein Boss, ne? Theoretisch kannst du echt alles stehen lassen, aber den können wir machen, der ist ja direkt auf dem Weg. Bin noch im Kampf, ja, dann musst du ranlaufen, weiß ich nicht. Wir sind mit irgendeinem Scheiß die ganze Zeit infight. So, warte mal, jetzt gucke ich mal mit dem zweiten Account schnell wegen der Gürtelschnalle. Karawanending? Du heißt mich ja gegen, ne? Ich schaue jetzt mal ganz schnell, dann kann ich euch das sagen. Weil das wäre jetzt natürlich... Also ich bleibe jetzt hier einfach drin stehen. Gürtelschnalle. Hier, ewige Gürtelschnalle. Benutzt bringt dauerhaft den Gürtelschnalle an einem Gürtel an, verfügt über einen Sockelplatz. Durch das Anbringen der Gürtelschnalle wird es singen und kann nicht auf Gegenstände der Stufe 300 oder höher angewendet werden. Aha! Jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt mal eine gekauft. Verbrauchsgüter. Moment, ich bin jetzt hier mal ganz schnell. Warte mal. Ich muss jetzt hier mal ganz schnell was einkaufen. Wo haben wir es denn? Ich brauche jetzt noch Edel. Halt. Hier Edelsteine. Ich glaube, sonstiges ist es drin, oder? Das hier brauche ich 5% mehr Erfahrungsgem. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert. Es könnte sein, dass es funktioniert. Wenn es funktioniert, wäre es natürlich ziemlich sick. Ja, das ist der gleiche, den ich vorher das Zeug schon geschickt habe. Dactyla. So, jetzt. Wir werden jetzt gleich mal sehen, ob das funktioniert. Ich kann es nicht sagen. Ja, wir können hart aufs TS gehen. Warte mal. Post hab ich. Jetzt holen wir schnell mein Spielzeug raus. Ach fuck, du musst Stufe 70 sein, dass du es machen kannst. Damn it. Warte mal, hab ich irgendeinen... Moment, ich hab... Ah nein, das funktioniert ja auch nicht. Ach scheiße. Wisst ihr, was ich machen musste? Ich bräuchte einen Char auf dem Server, der... Ah nein, da wird der Gegenstand wieder seelengebunden mit. Ach Dreck. Dreck. Moment, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Verdammte Scheiße. Ich brauche eigentlich... Ah, shit. Weißt du, wenn Dings hier einen...
Shit, jetzt müsste ich mal rausgehen. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ah, verdammte Scheiße. Ich bräuchte halt einen Level 70er Char. Ja, ich habe das auch gerade gesehen, dass es erst auf 70 geht. Aber Handgelenke? Nee, scheiße, Handgelenke sind ja auch kein Dingsgear. Ach fuck, man kann halt nur extra Sockel machen auf Items, die kein Heirloom-Gear sind. Jetzt überleg mal, weil auf Handgelenke könnte ich einen extra Sockel machen auf diese Heirloom-Item-Teile, ne? Und damit dann rüberschicken, weil die Account gebunden sind. Das wäre gegangen, aber blöderweise sind sowohl Handschuhe als auch Handgelenke kein Slot, wo du Heirloom-Items hast. Ah, fuck, jetzt habe ich gebabbelt, weil ich da eigentlich Dinge mal hab. Ah, fuck. Ja, gut, jetzt werdet ihr halt Aggro haben, wenn ich hier renne. Oder? Greifen die mich an? Ach so. Okay. Ich war in der Bubble eben. Weil ich eigentlich meinen Movement Speed immer auf den Roll unten habe. Also das ist die Maus, das Mausrad, ne? Da habe ich immer mein Movement Speed eigentlich drauf. Eigentlich blöd, dass ich da jetzt die Bubble habe. Das müsste. Ich hab doch die Dinge ausgeschalten hier. Lock Action Button. Dominos? Lock Action Button habe ich ausgeschalten. Komisch. Ach so, im Infight ist es manchmal trotzdem buggy. Mal, dann machen wir es andersrum. Hat einer noch eine Idee, wie wir es sonst hinkriegen könnten? Sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein, wie ich da noch einen Sockel drauf kriegen könnte. Also, der Schmied hatte, glaube ich. Das oben genannte. Moment, ich schaue jetzt gleich nochmal durch, was du meinst. Das ist richtig. Nee, das wird nicht gehen, weil wenn du das Ding einsetzt, dann ist es seelengebunden. Schau mal, benutzt, bringt dauerhaft eine Gürtelschnalle an einem Gürtel an und fügt den Sockel hinzu. Wird das anbringen, wird das seelengebunden. Also das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Der wird dann seelengebunden. Also ich glaube nicht, dass du das drauf machen kannst bei einem anderen. Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Also ich kann es testen, dass ich mich selber anhandle. Aber das wird nicht funktionieren. Wenn was seelengebunden wird dadurch, dann glaube ich nicht, dass das geht. Also, ja, wir können es gerne testen, aber ich vermute nicht, dass es funktionieren wird. Halt, warte mal, der darf dann. Jetzt halt, die halt den, glaube ich, hoch, wenn die durchkommen. Ne? Also, die müssen wir eigentlich töten. Na super, jetzt habe ich aber nichts, was. Aber ich kann das mal probieren. Ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Druid auch auf die Dunkelmondinsel und dann schaue ich mal, ob das dann geht. Ja, genau, im unteren Fach. Ich weiß nicht. Also wenn das wirklich funktioniert, dann bist du ein Gott quasi mit Ideen. Ich werde das mal probieren. Ich glaube aber nicht, dass es funktionieren wird. Zieht einfach auf den Boss durch, kommt, den kriegen wir vorher down. Easy. Easy peasy. Jetzt müssen wir eigentlich. Lauft einfach bis zum Endboss durch. Wir müssen Dings nicht machen. Du bist ein Gott, ernsthaft, meinst du? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin der einzige Gott hier. Also klar, verzaubern kannst du das mit dem unteren Fach machen, ja, also mit Verzauberkunst, aber meines Wissens nach dürfte das nicht mit so Sockel-Items gehen. Naja, alles klar. Aber wir werden sehen, vielleicht irre ich mich auch, ne? Warte mal, wir hätten irgend. Super, jetzt werde ich hier in diese blöde Dings reingetentakelt. Klasse ist. Ich brauche jetzt keinen Tentakelspat. Für deine Idee. Naja, erstmal muss deine Idee ja klappen. Hey, danke dir fürs Abonnieren. So, warte mal, jetzt gehe ich mit dem mal auf die Dunkelmondinsel, dann stelle ich mich mal dahin, wo ich gleich rauskommen werde. Dann wären wir gleich aus der Dungeon-Gruppe auch raus, oder eigentlich kann ich mich auch rausporten, bleibt sich gleich. Warte mal, kann das irgendwie sein, dass wir die Quest jetzt hier nicht so ganz mitgemacht haben? Achso, es gibt nur eine Quest, den Endboss, okay, ja gut. Es gibt nur eine Quest, den Endboss zu töten.
Aber so wie das System gerade ist, musst du eigentlich schauen, dass du wirklich nur den Endboss umbotst. Schnellstmöglich zum Endboss kommen und umboxen. Ich sehe jetzt hier in jedem Shit drin, aber ich muss gerade auch mit dem zweiten Account die Dunkelmondinsel runterreiten. Okay, der haut ganz schön rein hier. Warte, ich muss mich mal selber. Oh fuck, jetzt krieg ich Fallschaden. Bin auf dem Fallschaden. Ich springe gerade einen Berg bei der Dunkelmond-Jahrmarktsinsel runter. Jetzt werde ich fast verreckt hier. Ja, der Fallschaden tötet auch einen 110er Char. Okay, da geht er down. Rest können wir dann auch kleiner abgeben. Gibt es denn hier ein Schild und eine Hose? Na komm, wir nehmen die Hose. So, was sind wir denn jetzt an Level? 123,5. Ah, wir sind im Kampf. Lass mal leaven hier. Lass mal die Gruppe leaven, also die Instanzgruppe. Und geht auch mal alle raus, dass ich dann gleich queuen kann. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Bis wann wolltest du? Ja, halt den ganzen Abend noch, ne? Der Abend ist ja noch jung, quasi. Der Abend ist ja noch jung. So, warte mal, jetzt müsste hier draußen irgendwo hier. Da steht mein Char rum. Dann kriegt er jetzt quasi die Schnalle wieder zurück. Muss immer zweimal klicken. So, dann handeln wir wieder an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht. Warte mal, es war. Hier, tun wir das hier rein. Warte mal, was steht da dran? Es geht auf jeden Fall nicht. Also, ich kann euch das mal zeigen. Warte, wir switchen das jetzt mal rüber. So. Ja, okay, das funktioniert nicht. Könnt es nur in einem Objekt benutzen, das euch gehört. Ja. Sage ich doch, das funktioniert nicht. Schade, 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 schade. Die andere Möglichkeit wäre jetzt mit Schmied das Ganze noch zu machen. Das wäre das einzige andere, was man da probieren könnte. Quatter TV, hey, grüß dich. Schade. Ja, das wäre aber auch zu cool gewesen, wenn das funktioniert hätte. Schade, Marmelade, ja. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. So, jetzt habe ich aber den Gem und kann nichts damit machen. Ja, gut, komm. Dann queuen wir nochmal rein hier. Halt es, ich habe zu schnell gedrückt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bräuchte dann quasi einen Schmiedechar, der eigentlich sollte dann gar nicht so hoch vom Level sein. Alles klar, die 5 Millionen fürs Mount überweise ich dir dann, ne? Auch wenn mir der Tipp nichts gebracht hat. Einfach so. Ich hab's ja, ne? Wir haben's ja. Warum ist denn der eigentlich da im Gefängnis hinten drin, der Questgeber? Wir können eigentlich. Am besten hauen wir nur Hogger um, oder? Einfach nur nach rechts. Die anderen Spaß. Aber das ist eigentlich die beste Inni, ne? Wenn du hier loslegst. Warte mal, machen wir. Weil wir brauchen ja eigentlich bloß den einen Mob, ne? Warte, wenn wir jetzt loslegen hier. Ich bin betäubt, was soll denn der Shit? Ja, wegen den Quests müssen wir alle töten. Also einmal musst du alle töten, aber sonst ist der Laden halt hier echt gut, weil du hier eigentlich bloß nach rechts musst. Theoretisch, also unter 5 Minuten kannst du es eigentlich easy schaffen. So, ich muss jetzt erstmal babbeln. Jetzt wird wieder irgendeiner auf den Sack kriegen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ah, jetzt habe ich eine Betäubung gefressen. Weil du der Nächste in der Aggro warst, aber du bist auch in Range, du kannst ranlaufen. Ich musste babbeln, sonst wäre ich gestorben. Was, der Linke ist der Endboss, ernsthaft? Ja, ich habe auch jetzt alles gepult, ne? Ach fuck, bist du dir sicher? Ich dachte immer, Hogger ist der Endboss. Ernsthaft? Ja gut, wir müssen einmal eh alle machen, ne? Das hilft halt nix, weil du ja sowieso für die Quests sie brauchst, ne? Also da lohnt sich's dann schon alle zu machen. Aber wenn du dann mal die Quests nicht mehr hast, dann kannst hier wirst du ja das ein oder andere Mal noch reinkommen. Was, Hogger ist echt First Boss? Ich dachte immer, Hogger ist der Endboss.
Ja, ziehen bringt nichts, sonst würde ich mich auch selber durch den Inis ziehen. Mensch ist der Letzte. Wie? Der direkt geradeaus ist? Ich dachte, das ist der erste Boss. Okay, jetzt haben wir hier natürlich wieder alles. Ah, diese blöden Stunts immer, echt. Ja, wisst ihr was? Komm, lauft mal hier mit raus. Lauft mal um die Ecke. Das ist hier ein Dreck. Oh fuck, ich bin direkt im Stun wieder. Ich kann nichts machen. Ja, fuck, ich bin tot. Du läufst um die Ecke und kriegst halt direkt in die Fresse. Ich wollte nur rauslaufen, dass die Mobs mal alle zusammenkommen, dass wir sie wegcleaven können. Aber ich glaube, das hat der Heiler nicht schnell genug gesehen gehabt. Ja, dann lass jetzt um die Ecke hier gehen. Das mal die, weil das sind alles Caster und das ist richtig ätzend. Die kriegst du halt sonst nicht zusammen. Das ist mein Dunkelmond-Jamank-Buff weg. Okay, die sind einfach vorbeigelaufen. Na ja, gut, ich habe einen vollen Akku-Reset. Da hinten brauchen wir sonst eh nichts mehr. Jetzt werden wir ja gleich sehen, ob wir DP kriegen. Aber ich meinte, dass Hogger eigentlich der ist, der dir die NDP gibt. Brauchen wir ein bisschen mehr Damage da rein? Irgendwie geht da gar nichts down. Jetzt verrick ich wieder, jetzt muss ich mich selber heilen hier. Hört sich am Großstadtleben an, ja. Ja, kann man nichts machen. Ich kriege, wenn mein Damage sogar. Ja, Caster sind im Low-Level eh nicht so nice, ne? Da sind Melees besser. Wir haben irgendwie einen Rogue. Rogue irgendwie anscheinend auch nicht so nice. Und zwei Mages. Ich bin irgendwie Erster im Schaden, ne? Wir haben halt keinen gescheiten E. Ein ziemlich Gruffel-Damage. Leute, ihr seid Gims. Ich hatte doch recht. Das war der Instanzabschluss. Seht ihr, das waren die 40.000 Instanzabschluss oder halt sogar noch mehr. Natürlich habe ich recht. Was denke ich, dass ihr mehr wisst als ich? Eieieiei. Ich hab's nur in Erwägung gezogen, dass ich im Unrecht bin, ne? Unglaublich. Unglaublich. Da wollen sie mir erzählen, dass der Elementar oder der hier der Endboss ist. Natürlich ist Hocker der Endboss. Eieieiei. Immer dieses Halbwissen, ne? Ich sollte vielleicht. Ah, warte mal, noch einstellen wegen der EP, dann kriegt er nämlich hier angezeigt. Moment. Erfahrungspunkte. Oh, wir haben den Boss mitgepult, das ist nicht gut. Er gibt nämlich hier die Stunts. Muss bubbeln. Okay, jetzt werdet ihr aufs Maul kriegen. Im TS könnte man sowas ansagen, aber. Was ja, ist, glaube ich, sogar. Super, ich bin aus der Bubble raus, krieg instant wieder einen Stun. Ich habe leider noch keinen Gaul, den Boss hätten wir nicht pullen sollen. Dann wir mal einen. Wir müssen halt was killen. Irgendwie, ich bin jetzt gerade bei 50% Damage. Also ein bisschen mehr müssen wir schon reinnudeln. Wir brauchen hier gerade ewig, um irgendwas umzubringen. Also wirklich, schau mal, ich habe jetzt gerade 45% Gruppenschaden. Ich habe mich zwischendrin noch geheilt und gebabbelt. Ah ja, stimmt, ich muss den Helm noch ausblenden. Da hast du recht. Ja, das mache ich dann gleich noch. Nach der Ini tue ich mal den Helm umbasteln. Nee, aber es ist ja vollkommen wurscht, wer hier in der Liste der Erste ist. Das ist ja unerheblich. Ja? Also,
weiß ich nicht, das ist so egal. Es geht darum, welcher Mob für die Instanz bzw. für den Dungeon-Browser der Abschluss ist und der den die EP bringt. Du kannst natürlich den Mob als letztes killen, der hier in der Liste ist, der bringt dir aber keinen Instanzabschluss. Und zwar bringt ihr Hocker den Instanzabschluss und die EP, ne? Das ist ja das Relevante. Das ist ja, wie du willst den besten Bewerber suchen für deine Firma, dann gehst du einfach so, ja, der am Alphabet am höchsten ist, wird da wohl der Beste sein, weil er ganz oben steht. Und den nimmst du. Egal, was du für eine Qualifikation hast, das ist ja Käse. Nur weil jemand was oben steht, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Also, oder dass es der Letzte oder der Dingsboss ist. Also, die Argumentation ist ja lückenhaft. Du musst ja schauen, wer die EP bringt. Das ist ja das Einzige, was zählt. Ich muss dann gleich mal aus Transmog Mounds umstellen, da habt ihr recht. Das muss ich dann gleich mal machen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, genau, wenn wir die Instanz nochmal machen, dann oder nochmal hier reinkommen, dann nur den Endboss. Du, theoretisch könntest du hier die Ini halt am besten farmen, ne? Das Problem an der Geschichte ist, dass du ja nicht mehr spezifisch anmelden kannst, weil du dann die Abschluss-EP nicht kriegst. Früher war ja hier der Hogger nicht drin, oder? Da hast du ja hier andere Mobs drin in dem Laden. Lang, lang ist her. Ich glaube, nachdem sind wir eben mit unserer ersten Leveling-Stunde durch, oder? Warte mal, wo habe ich denn meine Zeit bis zum Aufstieg? Wir müssten jetzt eh fast bei einer Stunde Spielzeit. 45 Minuten, ich dachte, wir sind schon fast bei einer Stunde. Okay, Quests haben wir alle. Wie meinst du, ob ich nur durch Innis ziehe? Nee, durch Innis ziehe ich ja sowieso nicht, weil ziehen bringt ja nichts, aber zum Leveln laufe ich ein paar Innis, ja. Wobei ich wahrscheinlich später auch Quests und BGs und so Sachen machen, also ein bisschen durchswitchen, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wann haben wir denn etwa angefangen? Es war schon, ach so, der eine Questmob ist jetzt da hinten, ne? Ja gut, für die ganze Indie so 10 Minuten haben wir etwa gebraucht. Also die ist schon relativ schnell, und vor allem wenn du dann nur den einen Flügel da hinten machst, dann geht das schon ganz gut. Das auf jeden Fall. Ja, der wurde auch erst da vorne angezeigt, ne, und jetzt doch hier. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Okay, wir können wieder aus der Instanzgruppe raus. Einmal aus der Instanzgruppe raus und dann können wir so queuen. Und jetzt muss ich mir noch was überlegen. Mit dem Schmiedesockel wird leider auch nicht mehr funktionieren, ne? Leider auch nicht mehr funktionieren. So, jetzt muss ich mir meinen Tundra-Mammut mal holen. Oder nee, das Jack brauche ich. Jack hier. Das hat den Transmog-Typen drauf. Dann schauen wir mal, was wir basteln können. Wobei, der Helm hat ja noch nicht mal ein Dings, ne? Also das geht ja sogar eigentlich klar. Auf dem Level kann ich eh noch nicht viel Transmogger, kann ich bloß ganz ohne machen. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja gut, dann siehst du den Bart nicht mehr, ne? Auf dem Level kannst du so gut wie noch gar nichts transmoggen. Da hast du nicht viel Auswahl. Ich habe hier nur eine Seite Schultern, ne? Das sind sogar die noch die coolsten, um ehrlich zu sein. Von den Schultern, die ich hier zur Auswahl habe. Also, pff, ja, gut. Oder keine Schultern. Oder hast du trotzdem so kleine Pads zumindest. Das ist echt nur das Beste. Was hast du hier noch so? Einen Umhang? Na gut, du kannst nämlich im Low-Level noch nicht so viel
Transmoggen, weil das, glaube ich, auch teilweise mit einer Levelbeschränkung versehen ist, ne? Da musst du echt nur ein bisschen gucken. Irgendwas Cooles, was ich transmoggen kann? Eigentlich nicht. Das hier könnte ich nehmen. So ist Standardzeug. Handgelenke sind eh wurscht. Ende. Ja, schau mal, also viel ist da nicht da. Ich kann so ein Oldschool-Zeug basteln. Schild und Schwert anders. Ja, das kann ich machen, okay. Das kann ich machen. Warte, was können wir als Gürtel nehmen? Den können wir sogar auch ausblenden, ne? Gibt's hier noch? Du hast halt echt wenig bis gar nichts zur Auswahl. Machen wir mal keinen Gürtel. Dann sehen wir zumindest den Wappenrock ein bisschen besser. Na, nehm ich so ein Zeug, das aussieht so wie so ein Plattenrüstungsset. Ist auch nicht so das ganz Wahre. Nee, die passen auch nicht. So barfuß können wir natürlich auch machen, aber dann sind die noch das Beste, was es hier gibt, ne? Jetzt schauen wir mal, was wir an Waffen noch basteln können. Ich könnte das Allianzschwert nehmen, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich weiß gar nicht, was an Sets gibt. Ja, das hier gibt's, aber das ist ein Gammelset, um ehrlich zu sein. Ein Laserschwert kann ich zumindest nehmen, ne? Gibt's denn an Schilde? Ich könnte halt wirklich dieses Allianzschild nehmen. Oder ich nehme das. Das sieht halt cool aus. Das sieht halt echt cool aus. Oder sowas. Naja, wohl, das ist nicht ganz so nice. Nee, das ist eigentlich echt ganz nice. Das passt so zum Dunkeleisenzwerg. Aber eigentlich wäre eine Axt fast besser, ne? Das hat eigentlich auch was. Oder wir nehmen so ein 0815 Schwert. Obwohl, das passt auch nicht. Ich brauch irgendwas Badass-mäßiges. Also wenn dann sowas in die Richtung. Das passt aber auch jetzt auch nicht so hundertprozentig, muss ich ehrlich sein. So, hier so mit Widerhaken dran, das hätte auch noch was. Doch gar nicht so schlecht. Was meint ihr? Welches soll ich denn nehmen von den ganzen? Oder ich nehme. Naja, gut, das große Allianzschwert ist. Das ist zwar am größten von allen, aber das passt jetzt nicht wirklich zu so einem Gammelcha. Ja. Also, es gibt schon ganz coole Sachen. Ich glaube, ich nehme sowas in die Richtung. Das hat schon was. Ja, aber ne, warte mal, ach, kann ich auch. Ach so, ich kann auch Ex. Ah, nice, ich kann auch Exe drauf dingsen. Ah, okay, das macht natürlich was her. Kann ich denn noch? Und Streitkolben. Ach, das wusste ich gar nicht, dass das auch geht. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. So ein Streitkolben hat natürlich auch was. Das hat natürlich auch was. Ich will so einen großen Knüppel haben. Moment. Also wenn dann eine Axt oder ein Streitkolben. Was ist denn das für ein Ding? Ja gut, da gibt es jetzt schon wesentlich. Ja, cool, ich kann auch eine Fackel nehmen. Aber ich glaube, so große Einhaltsstreitkolben gibt es gar nicht, ne? Also da sieht es dann eher schlecht aus. Nee. Ich glaube, ich nehme eine Axt. Das ist wahrscheinlich. Halt, nein, das ist eine Axt. Also die finde ich eigentlich ganz cool. Also ein Metzgerbeil. Weil die so ein bisschen dunkler ist. Nee, ich glaube, ich nehme die. Ich glaube, ich nehme die. Theoretisch könnte man die noch verzetten, ne? Irgendwie sowas. Ah, Venture Danger. Nee, das ist zu viel. Nur so ein bisschen Bluttropfen. Ja, doch, das machen wir. Auf geht's. Schauen wir mal, ob mein Zwerg. Naja, die Handschuhe passen noch nicht so ganz dazu, aber da gibt's keine anderen in dem Levelbereich, ne? Die ich transmoggen könnte. Das hier würde vielleicht noch. Ja, doch, die fassen noch ein bisschen besser vielleicht. Ja. So, dann sind wir fertig. Ist er einmal fertig durchtransmoggt, würde ich sagen. Wir müssten jetzt aber auch mit der
mit der ersten Episode durch sein. Jetzt haben wir es bis 24 geschafft. Gut, war jetzt nicht so viel für die erste Stunde, aber ich habe einiges gebastelt, auch mein Transmog mittlerweile. Und ja, gut, dann soll es das gewesen sein mit der ersten Folge. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart, und wir sehen uns gerne bei der nächsten. Euer Tela, und bis dann. Ciao.